Und herzlich willkommen auf meinem Kanal, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht es sehr gut. Heute in diesem Video dreht sich alles um Sommerschuhe. Und zwar habe ich mir 5 Sommerschuhe rausgesucht, die unter 50 Euro kosten. Und wir fangen jetzt gleich mit dem ersten Schuh an. Und zwar mit dem klassischen Sommerschuh. Und zwar Ballerina, was sonst. Ein sehr wunderschöner Schuh. Ich finde, dass der überall dazu sehr cool kombinierbar ist, sei es jetzt zu einem Kleid, zu einem Minirock, zu einer Stoffhose, zu einem Denim, der passt einfach perfekt überall dazu. Und ich bin so ein Mensch, ich trage sehr, sehr selten jetzt hohe Schuhe. Und was eignet sich dann zum Beispiel für einen Dinner am Abend? Ballerinas. Also man kann Ballerinas natürlich dann zu einem schönen Kleid auch tragen und man ist trotzdem schön angezogen, weil einfach der Ballerina sehr elegant geschnitten ist. Und ja, statt einfach einem High Heels kann man auch natürlich mal Ballerina tragen. Und genau, ich habe da mir einen Schuh rausgesucht von Zara. Ich werde euch alles in die Infobox verlinken. Vielleicht wollt ihr euch ja das kaufen oder euch mal das anschauen. Und genau, dann kommen wir zum zweiten Schuh, und zwar zu Plateauschuhe. Die habe ich sehr, sehr gern letztes Jahr so oft getragen. Ich hatte welche von Copenhagen in weiß. Und ich habe jetzt aber etwas anderes rausgesucht für euch, die unter 50 Euro natürlich kosten. Genau, ich finde solche Plateauschuhe perfekt für den Sommer. Erstens aber auch für lange Kleider, vor allem für Mädchen, die kleiner sind. Ich bin selber nicht groß, ich bin 1,60 und ich muss mir immer fast alle Sachen kürzen. Nur bin ich halt manchmal beim Kürzen ein bisschen faul, dass ich mir nicht alles kürze, zum Beispiel wie Hosen. Ich habe mir Jeans bestellt und ich habe bis jetzt immer noch nicht gekürzt, weil ich sie einfach dann einfach hochkrempel und ja, aber ich müsste sie mal kürzen. Aber egal, wie gesagt, der Schuh ist einfach dann sowas von perfekt. Erstens für lange Hosen, lange Kleider oder lange Röcke zum Beispiel. Und der ist aber auch sehr angenehm zum Tragen, der Schuh, durch den Absatz nämlich. Also man bekommt keine Fußschmerzen, weil der Absatz von dem Schuh sehr, also die Sohle eigentlich, sehr dick ist und man fast den Boden gar nicht spürt. Und das ist einfach sowas von perfekt. Und man ist aber auch groß, also für alle kleinen Mädchen, holt euch Plateauschuhe für den Sommer. Also wie gesagt, ich habe wie gesagt letztes Jahr den Schuh den ganzen Sommer getragen, weil ich einfach den geliebt habe und ich habe das überall dazu kombiniert. Das heißt jetzt, wie gesagt, zu Hosen, zu Kleider, zu Miniröcken, hat einfach überall dazu gepasst. Und genau. Ja, dann kommen wir zum dritten Schuh, und zwar zu die Loafers. Da trennen sich auch wieder die Meinungen. Viele mögen das nicht, viele mögen das. Also ich mag den Schuh. Das gibt mir so ein bisschen Schoolgirl-Vibes und es erinnert mich auch ein bisschen an meine Schulzeit. Vor allem, wo ich noch auf den Philippinen gelebt habe, hatte ich Schuluniform tragen müssen. Fand ich so cute. Ich liebe das. Ich finde es so schade, dass man das in Österreich nicht hat, dass man so Schuluniformen hat. Aber auf jeden Fall hatten wir das auf den Philippinen. Und ich hatte immer so einen süßen Kleid an, und zwar so kariert, rot-weiß mit weiße Socken dazu kombiniert und dann solche schwarzen Schuhe, also so schwarze Loafers, und es war so cute einfach immer. Und meine Mama hat mir dann so schöne Zöpfe gemacht. Ja, und das erinnert mich dann einfach immer so, als ich noch ein Kind war. Und ja, und wie gesagt, der Schuh ist aber auch sehr gut zum Stylen, sei es jetzt wie gesagt wieder zu einer Hose, zu einem Mini-Rock oder zu einer Short oder zu einem Mini-Kleid zum Beispiel, ist es sehr, sehr cute. Genau, also ich hole mir immer meine ganzen Inspos auf Pinterest. Also ich kann nicht ohne Pinterest. Ich liebe Pinterest. Ich kann es euch nur zum Herzen legen und euch das auch empfehlen. Also wenn ihr
Tipps und Hilfe bei Outfits, was auch immer braucht oder bei Deko, whatever, geht's auf Pinterest, Leute, geht's auf Pinterest, weil ihr findet dort alles und ihr bekommt dort alles. Ja, dann kommen wir zum vierten Schuh und zwar zu Schlappen. Die sind auch wieder sehr perfekt für den Sommer und zwar für den Sommerurlaub, weil viele werden ja jetzt dann irgendwann mal fliegen und da braucht man dann natürlich auch Schuhe für den Strand und da eignet sich so ein Schuh perfekt oder für die City zum Beispiel auf einen schnellen Coffee mit der Freundin oder mit dem Boyfriend. Ja, das kann man auch wieder zu einer Jeans kombinieren, zu einer Stoffhose, aber auch wieder zu einem Kleid oder zum Beispiel zu einer Short. Ich kann mir das ganz gut vorstellen mit einer Short und so in diesem Blue Denim Short mit einer weißen Bluse und dazu diese süßen Schuhe. Und die gibt es in zwei verschiedenen Farben, die ich jetzt rausgesucht habe. Einmal in Cremeweiß und einmal in so einem zarten Braunton. Ich finde beide Farben sehr schön. Perfekt einfach auch überall dazu zum Stylen, weil einfach die Farben sehr zart sind. Genau. Ja. Dann kommen wir zum letzten Schuh und zwar habe ich Schuhe gefunden, die dem Birkenstock sehr ähneln. Wie wir alle wissen, sind ja Birkenstock sehr teuer und haben schon ihren Preis, aber die Schuhe sind natürlich ja auch nachhaltig und alles und ist das. Aber ich habe ähnliche gefunden auf Zalando, auch ein sehr cooler Schuh, vor allem für den Sommer, wenn wir 30 Grad haben, ist der einfach perfekt, weil man ist schnell in den Schuh drinnen und man hat den Schuh auch wieder schnell ausgezogen und das passt einfach so perfekt. Also den kann man auch wieder, also ich würde es eher zu einer weiten Hose kombinieren, zu Stoffhosen, zu einem Leinen-Set zum Beispiel, kann ich mir das ganz gut vorstellen, zum Beispiel so ein Leinenstoffhose mit einer Leinenbluse, dazu dann den Birkenstock und eine süße Korbtasche. Extrem cute, ein richtiges Picknick-Outfit auch. Und ja, man kann den Schuh auch natürlich in den Urlaub mitnehmen. Auch wieder perfekt für den Strand natürlich, so wie der vierte Schuh. Ja, also das alles bekommt ihr unter 50 Euro. Besser kann es nicht gehen eigentlich und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen inspirieren für den Sommer dann, vor allem auch bei Schuhe, Auswahl, was ihr euch holen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr, sehr über ein Like freuen, über ein Abo und gerne über einen Kommentar. Bis dahin bleibt alle gesund, fühlt euch von mir umarmt und bis zum nächsten Video von mir. Bye!